Seit 2012 begleiten wir von landtechnikvideos.de bereits die Entwicklung des Lohnunternehmens Reif in Luxemburg. Mit unseren Geschichten aus dem Alltag dieses interessanten Lohnbetriebs haben wir hier auf YouTube gemeinsam mit Reif bereits viele Millionen Zuschauer erreicht. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren 2 ausführliche DVD-Filme entstanden, die auch als HD-Videostream abrufbar sind. In diesem YouTube-Neuheiten-Video zum Lohnunternehmen Reif geben wir euch nun ein Update für das Jahr 2020. Unser Besuch Ende Mai steht ganz im Zeichen der Grünfutterernte. 20 Minuten vom Reif-Standort entfernt wird an diesem Tag wieder einmal bei einem Kunden gemäht. 6 bis 8 Schnitte strebt der Zucht- und Milchviehbetrieb jedes Jahr an und benötigt dabei die volle Unterstützung des Lohnunternehmers. Pascal fährt eine der 4 Mähkombinationen, die an diesem Tag parallel für den Kunden tätig sind. Vor der Kamera haben wir hier den Fendt 936 Vario, eine Maschine der neuesten Generation 6, die erst im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Der Schlepper ist ausgerüstet mit einer Rückfahreinrichtung, welche sich vor allem für die Mäharbeit sehr gut eignet. Der 936 ist mit seinen 355 PS das mittlere Modell der 5 neuen 900er Traktoren. Beim Lohnunternehmen Reif laufen mittlerweile 3 Schlepper der neuesten Generation. Einen weiteren Einsatz werden wir später im Film noch zeigen. Neu ist auch die Klaas-Mäh-Kombination vom Typ Disco. Die Arbeitsbreite beträgt 8,50 Meter und ausgerüstet wurde sie mit einem Zinkenaufbereiter. Beim damit bearbeiteten Erntegut wird das Anwelken beschleunigt und das Futter gleichzeitig breit abgelegt. Im Lohnunternehmen stehen insgesamt 9 Mähkombis zur Verfügung. In weniger als 24 Stunden rücken hier 3 Schwader an, um die 110 Hektar Futter für die Ernte mit den beiden Feldhäckslern vorzubereiten. In etwa 22 Tagen geht das Spiel dann für das Einbringen des 4. Schnitts von neuem los. Einen der neuen Klaas-Liner 3600 Vierkreiselschwader können wir bereits bei einem anderen Kunden im Einsatz zeigen. Die 12,50 Meter breite Maschine wurde mit Isobus-Steuerung und Einzelkreiselaushebung bestellt. In der Kabine sitzt Timo. Er ist auf einem Hof in Norddeutschland aufgewachsen und hat die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice bereits abgeschlossen. Nun plant er beim Lohnunternehmen Reif noch die Fortbildung zum Agrarservice-Meister. Schauen wir im Schnelldurchlauf auf ein paar weitere neue Maschinen im Reif-Fuhrpark. Um die gesetzlichen Anforderungen in Sachen Gülletechnik zu erfüllen, wurde erneut in Technik von Wienhoff investiert. Das neue Tandemfass verfügt über ein 15 Meter Schleppschlauchgestänge von Bomech. Auch 2 neue Kombi-Zubringfässer von Wienhoff wurden angeschafft. Diese lassen sich extern befüllen, verfügen aber auch über eine eigene Pumpe. Der Fendt-Rogator hat die Saison 2019 bereits gut gemeistert. Neu ist, dass neben dem gewöhnlichen Pflanzenschutz mit dem Selbstfahrer im Frühjahr vor der Aussaat nun auch AHL-Flüssigdünger ausgebracht wird. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Vorgängermaschine wurde in eine neue Göweil-Press-Wickel-Kombi investiert. Vor allem bei Silageballen hat sich die österreichische Technik ausgezeichnet. Bereits im Herbst 2019 war die neue mobile Rübenwäsche von Beatmaster im Einsatz. Eine wichtige Kundenklientel sind dabei für Reif die Biogasbetriebe. Das Waschwasser wird im geschlossenen Kreislauf über eine Aufbereitungsanlage gefahren. Steine und Erdanhaftungen werden schonend abgereinigt. 80 bis 110 Tonnen Zuckerrüben lassen sich mit der kompakten Anlage pro Stunde waschen. Wir bleiben auf dem Betriebsgelände des Lohnunternehmens Reif.
Die riesige und gut ausgerüstete Werkstatt haben wir im Jahr 2016 in einem Kurzfilm bereits einmal vorgestellt. Das Kardex Hochregallager haben wir euch dann 2018 im DVD-Film gezeigt. Es wurde nochmal erweitert und ist mittlerweile aus dem Betriebsalltag nicht mehr wegzudenken. Im hinteren Werkstattbereich wurde eine neue Reifenmontiermaschine für kleine Räder angeschafft. Ebenso wurde in eine gebrauchte Stanze und eine Kantmaschine investiert. Damit will man noch mehr Ersatzteile und auch eigene Konstruktionen herstellen können. Der Servicestützpunkt für Fendt entwickelt sich zudem sehr gut. Die Werkstattmannschaft ist auf 15 Mechaniker angewachsen, darunter zwei Auszubildende. Organisation und Ordnung sind bei einem so großen Lohnunternehmen immens wichtig. Die zahlreichen Frontgewichte der Traktoren werden ab sofort auf einem Schienensystem abgestellt und angebaut. Die Idee kam von den Fahrern. Die Konstruktion stammt selbstverständlich vom eigenen Werkstattteam. Ebenfalls aus der Rubrik Ordnung stammt das Schwerlastregal für die Anbauwerkzeuge der Rad- und Teleskoplader. Auch in der Waschhalle findet sich eine pfiffige neue Lösung für die täglichen Arbeiten rund um die 15 Ladewagen, die im Dienst stehen. In dem selbstgebauten Regal werden ab sofort sortiert nach Modellen die Messer aufbewahrt. Für den Einbau können die Fahrer die Klingen dann rückenschonend und ohne Verwechslungen entnehmen oder fürs Schleifen verstauen. Apropos Ladewagen, wir haben ja noch einen weiteren Einsatz eines der drei neuen Fendt 900 Varios versprochen. Diesen finden wir bei der Arbeit für einen langjährigen Kunden in Deutschland. Michael ist hier zusammen mit zwei Kollegen bei der Grasernte tätig. Der Fendt 942 Vario macht im schwarzen Black Beauty Look natürlich eine richtig gute Figur und ist unser Highlight des heutigen Drehtags. Wir waren zwar exklusiv für ein Test-Drive-Video bei der Premiere des neuen Spitzenmodells der 900er Baureihe dabei, jedoch wird es immer erst richtig interessant, wenn die Schlepper draußen bei den Kunden laufen. Der 415 PS starke Großtraktor zieht hier den ebenfalls brandneuen Jumbo 7220 von Pöttinger. Diese neueste Ladewagengeneration wurde im November 2019 vorgestellt. Der Wagen wurde an einigen Punkten überarbeitet. Unter anderem ist der Kratzboden leicht abgesenkt und das Schleifsystem wurde verbessert. Auf dem Silo walzt hier der Class Xerion 3800 von Reif. Seinerzeit im Frühjahr 2017 angeschafft, hat der Spezialtraktor bereits viele Einsatzstunden im Lohnbetrieb hinter sich. Der markante Sound des 6-Zylinder Caterpillar Motors dürfte dabei nur von den wenigsten neuen Traktoren zu toppen sein. Zum Abschluss dieses Neuheitenüberblicks schauen wir noch auf die Website von Reif. Im Fanshop erfreuen sich nach wie vor allem die Kleidung und die Modelle großer Beliebtheit. Auf der Unterseite der J-Reif SRRL wird das Miettraktorenangebot mit einem Konfigurator präsentiert. Auf diesen Service gehen wir demnächst aber noch in einem separaten Video in der Rubrik Reif für Wissen ein. Ganz wichtig: Wenn ihr regelmäßig über Neuheiten rund um Reif informiert bleiben möchtet, dann folgt dem Lohnunternehmen auf Instagram und Facebook. Vielen Dank fürs Reinschauen und vergesst nicht, ein Like oder Abo unseres Kanals zu hinterlassen, um uns für zukünftige Produktionen zu unterstützen.